Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Digimon Survive. Wir sind mit Miyuki und Agumon in der realen Welt. Und ja, es läuft darauf hinaus, dass wir theoretisch eigentlich zurück in die Digimon-Welt müssen, um die Welt zu retten. Weil, ich denke mal, ihr habt die letzte Folge gesehen und es gibt eine Menge Komplikationen und die sollen uns jetzt halt jetzt entscheiden, oder? Wir können sagen, wir haben Angst, wir können sagen, wir sind machtlos, oder wir sagen, wir können ja auch Miyuki nicht im Stich lassen, wir müssen ihr helfen. Sie will ja auch Haru zurückholen und natürlich nehmen wir das, wir sind auch gute Nudeln. Miyuki, ich will die anderen auch nicht zurücklassen, ich will sie retten. Also, wirst du mir helfen? Ich weiß nur nicht, wie ich irgendwas bewirken könnte. Ich bin nur ein ganz normaler Junge. Ich habe keine Superkräfte geerbt, so wie du. Gut, ich habe aus Leibeskräften in der anderen Welt gekämpft, aber am Ende... Das ist doch Agumon, oder? Habt ihr zwei nicht immer einen Weg gefunden, um ans Ziel zu kommen? Miyuki hat recht. Bisher konnte ich mit Agumon an meiner Seite alles meistern. Warum sollte es jetzt anders sein? Sollte es nicht... Ich weiß das, aber es fühlt sich so an, als hätte mich die Rückkehr in diese Welt zu einem Feigling gemacht. Takuma, bitte. Oh, bitte, Takuma. Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Takuma, Takuma, bist du das? Was? Du bist's. Geht's dir gut? Oh, Herr Lehrer. Warum hast du dich nirgendwo gemeldet? Hast du eine Idee, wie verzweifelt wir euch gesucht haben? Du weißt es vielleicht noch nicht, aber einige Schüler sind verschwunden. Das ist fürchterlich. Oh, tut mir leid. Du warst in Minoris Gruppe, oder? Was ist mit den anderen passiert? Wenn sich die Frage stellt, haben sie es vermutlich nicht zurückgeschafft. Ich hatte ohnehin nicht viel Hoffnung. Und wer ist das Mädchen? Oh nein, eigentlich wollte ich von den anderen, wurde ich von den anderen getrennt. Ich habe mich komplett verlaufen und das Mädchen hat mir den Weg zurückgezeigt, stimmt's? Ja, genau so war es. Ich lebe in der Nähe und kannte den Weg. Verstehe. Auch wenn es nur du bist, Takuma. Ich bin froh, dass du wohlbehalten zurück bist. Hoffentlich geht es den anderen auch gut. Die Lehrer müssen alle glauben, dass der Erdrutsch die anderen erwischt hat. Takuma, ich will, dass du eine Weile hier in der Schule wartest, ja? Du auch, junge Dame. Du bleibst besser hier, bis sich alles beruhigt hat. Ich fasse es nicht, dass das passiert. Der Erdrutsch alleine war schon schlimm genug. Moment, bedeutet das, dass noch etwas außer dem Erdrutsch passiert ist? Ja, so ein sprechendes Bärenmonster-Ding ist in der Nähe des alten Schreins aufgetaucht. Hat wohl für ziemliches Aufsehen gesorgt. Ein sprechender Bär? Oh nein, Monster Emon. Aber wie? Ich bin mir sicher, er konnte nicht wirklich sprechen. Da war wohl jemand etwas verwirrt. Die Augenzeugen waren halb verrückt vor Angst. Bei diesen Berichten frage ich mich... Ein seltsames Monster, das sprechen kann. Ist es vielleicht Agumon? Nein. Agumon versteckt sich doch. Da bleibt nur noch eine Erklärung übrig. Takuma, meinst du etwa das? Miyukis Gesicht ist leichenblass geworden. Nicht gut, das gefällt mir gar nicht. Könnte es wirklich sein, was ich denke? Takuma, ich habe aber das auch ein ganz mieses Gefühl. Warte mal, wir können doch nicht sicher sein. Es könnte ja auch Minoru und Falcomon oder die anderen sein. Wenn es die wären, würden die sich dann nicht unauffällig verhalten, so wie wir? Sie hat recht. Und wenn wir wirklich nicht allein zurückgekommen sind, war da nur ein anderes Monster in der Nähe? Glaubst du wirklich, dass er das war? Was ist denn los mit euch beiden? Wenn euch was Sorgen macht, sagt es mir doch einfach. Miyuki, wir müssen sicher gehen. Genau. Hey, wo wollt ihr hin? Tut mir leid, aber wir müssen wirklich los. Als erstes müssen wir zurück dorthin, wo wir Agumon zurückgelassen haben. Da war ja bei dem An war ja auch hier freie Kämpfe Monster Emon. Und ich denke mal, dass das hier rumstreift. Agumon, tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Hurra, ihr seid zurück. Die Warterei war echt nervig. Lass uns später reden. Wir müssen schnell zum Schrein zurück. Hä? Was? Warum? Was ist los? Komm schon, Agumon, geh in mir. Takuma, bist du das? Du hast es geschafft.
Sieht wirklich aus wie so ein No-Name-Charakter. Brillenjunge. Ja, Brillenjunge, du bist ein No-Name-Charakter. Kennt ihr so diese Memes mit Spot the Main-Character bei irgendwelchen Screenshots, wo alle Personen übelst gleich und unauffällig aussehen und die Main-Character, also die Hauptcharaktere von der Serie, so übelst auffällig mit krassen Frisuren und Kleidung? Es ist so lustig. Gerade so bei Yu-Gi-Oh! Oder so. Chefskiss. Wow, wohin so eilig? Takuma, Miyuki, wartet! Hä, was zum? Was war das? Das sah nicht nach einem Kostüm aus. Ist doch egal. Geht's um Leben und Tod? Eventuell. Was war das gerade? Irgendein Monster voller Randale. Takuma, hast du das gehört? Allerdings kein gutes Zeichen, wir sollten uns beeilen. Hey, wartet. Da wollt ihr ganz sicher nicht hin. Takuma Miyuki, macht mal langsam. Was ist los? Oh, noch ein Monster. Richtig Panik. Takuma, alles okay? Aua, ich habe mich so aufgeregt, dass ich hingefallen bin, aber ja, alles okay. Hey, wo rennt ihr denn hin? Da wollt ihr definitiv nicht hin, das ist gefährlich. Takuma, wir müssen uns beeilen, oder? Ich weiß, nur einen Augenblick. Bist du hingefallen? Alles okay? Keine Sorge, ich kümmere mich um Takuma. Alles okay. Ein Monster, bleib weg von mir. Oh, so haben wir jetzt keine Zeit. Miyuki, Agumon, los. Kämpfen. Riesenteddy. Das ist kein Riesenteddy. Was ist das für ein Ort? Wo bin ich? Ich dachte, das wäre ein Riesenteddy. Piedmon ist kein Riesenteddy. Was ist hier los? Ist das so eine Art Cosplay? Bleib zurück. Hier ist alles instabil. Selbst der innere Schrein ist eingestürzt. Menschen und so viele. Was ist los hier? Das Sog hat mich verschluckt und dann... Der Meister... Hat er mich verraten? Wer ist das? Was ist hier los? Sir? Ich weiß nicht so recht, was Sie da tun, aber drehen Sie sich bitte um und... Es reicht. Hat er ihn gerade getötet? Takuma, hast du das gehört? Das Gefühl kenne ich, Takuma. Feind voraus. Verdammt. Genau das, was nicht passieren sollte. Takuma, schau mal. Das war Piedmon. Er ist hier. In dieser Welt. Aber da stimmt was nicht. Er hat überall Verletzungen und sieht total wütend aus. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Das ist grauenhaft. Der Schrein ist komplett eingestürzt. Sogar der innere Schrein muss zerstört sein. Hä? Der innere Schrein? Was hat der denn damit zu tun? War da was Wichtiges drin? Ich darf mich nicht ablenken lassen. Wir müssen irgendwie mit Piedmon fertig werden. Hey Kinder, ihr könnt es zu gefährlich. Jetzt ist es zu gefährlich. Bleibt zurück. Ja. Das ist nicht gut. Zurück. Alle zurück. Wie kann das sein? Meister, habe ich dir nicht gut gedient? Warum soll das mein Schicksal sein? Piedmon. Yuki, bleib zurück. Er ist nicht mehr bei Verstand. Und war vorher auch schon nicht. Piedmon, du irrst dich. Ich irre mich? Warum? Dein Meister ist nicht der, für den du ihn hältst. Erzähl mir nicht solche Lügen. Oh nein! Piedmon wird Miyuki angreifen. Wir sagen, sie soll weglaufen, Agumon um Hilfe holen. Ihren Platz einnehmen. Agumon holen. Ich weiß nicht, ob ich stark genug bin, Miyuki selbst zu beschützen, aber ich kenne jemanden, der es ist. Bitte, Agumon, du musst Miyuki beschützen. Geht klar, Takuma. Alles, was du willst. Yeah. Miyuki, hier drüben, jetzt. Genau. Verräterischer Menschensklave, kennt dein Verrat keine Grenzen? Dafür wirst du bösen. Bitte, hör mich an. Ich weiß nicht, was deine Tricks bewirken sollen, aber es wird nicht funktionieren. Du verstehst das vollkommen falsch. Bitte hör doch mal zu. Miyuki, bleib zurück. Aber ich muss zu ihm durchdringen. Glaubt sie wirklich? Sie kann Piedmon überzeugen? Sie hat kaum eine Chance. Ich werde dich zurückbringen und die Gunst meines Meisters wieder erlangen. So funktioniert das nicht.
Das versuche ich dir doch schon die ganze Zeit zu sagen. Noch mehr Lügen. Glaub mir, als meine Seele verloren war, habe ich die Welt so gesehen wie dein Meister. Du warst ihm von Anfang an vollkommen egal. Lügen und Täuschungen. Warum sollte ich dir glauben? Du lügst doch nur. Nicht ein Wort von dem, was du sagst, ist wahr. Eine derartige Blasphemie gegen den Meister werde ich nicht zulassen. Okay, es bringt nichts. So wird es nur schlimmer. Wir müssen Piedmon aufhalten. Und zwar jetzt. Agumon? Okay, bin dabei, Takuma. Ich bin bereit für den Kampf. Erst erledige ich diese lästigen Biester. Dann bringe ich dich zum Meistermarkt. Da kommt der Takuma! Genau. Der Kampf ist unvermeidbar. Ich spare mir meine Zweifel besser für später auf. Agumon, wir schaffen das. Das ist ein Mega-Level-Digimon. Und vor... Also, wahrscheinlich auch vom Typus Virus und wir haben einen Datei Ultra und sind im Nachteil und wir haben keine Freunde und das wird eklig. Vielleicht hätte ich doch im Wald bei dem Monster Ebon trainieren sollen. Oh yes, mal sehen. Das wird wild. Los geht's. Boah. Das ist total verrückt. Wahnsinn, oder? Meinst du, das ist für einen Film oder so? Nee, das ist echt der Kleine da. Das kann keine Maske sein. Warte mal, ich mache ein paar Bilder. Hey, ihr drei. Hier ist es gefährlich. Ihr solltet nicht hier sein. Los, verschwindet. Oh boy. What's happening next? Ach, ja, noch ein Antromon und zwei Kiwimon. Ja, wenn sonst nichts ist. Okay. Okay. Ich meine, die sind relativ schwach. Aber ich kann sie mit reinnehmen. Okay. Um ehrlich zu sein, ich mach mir trotzdem keine guten großen Hoffnungen. Also, ich habe jetzt wie fast gar nicht trainiert. Also, ich habe mal ein bisschen mal so Spaß, also was mir im Urlaub mal langweilig war, so. Aber, ich komm nicht ran. Okay. Dann zu beenden. Oh, boy. Na komm, Antromon. Come with me, bro. Come with me. Das tut weh. Ah. Okay. Wir bewegen uns mal. Richtung eigentlich. Oh, mach du mal lieber die kleinen Kiwi-Vögel. Du bist Typus Virus. Das ist gegen ein Serum-Typ Digimon nicht das Praktischste, mein Freund. Wir gehen mal dahin. Guck mal, das sind kleine Kiste. Greif die doch einfach mal an. Mit Genozid. Was? Ich weiß nicht, ob ich. Ich finde, so Genozid-Attacke klingt schon sehr brutal, ne? Das pietätslos ist, ein bisschen schon, oder? Ich weiß nicht. So, okay. Weiter geht's. Ja, Antromon, kannst du ja gerne hier mal so ein bisschen rübergehen. Eventuell ein bisschen helfen. Wir müssen erstmal, also ich versuche erstmal die ganzen Schergen auch erstmal irgendwie aus dem Weg zu räumen. Los, Agumon, die Evolution! Ja, so geht das. Genau, Buster. Ich komme eh nicht an ihn ran, ne? Ich hab Angst, um zu nah an Piedmon ranzugehen, wenn ich ehrlich bin. Piedmon, bleib bitte einfach da hinten stehen und buff dich irgendwie oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Das war echt irre, total cool. Genau wie in einem Film. Oh, das ist das Letzte, was wir gerade gebrauchen können. Hey, geh mir näher ran, damit wir ein Video machen können. Klasse, das wird der Knaller in den sozialen Medien. Da steht's. Nimm das! Wow, das war echt knapp! Was hätte es mich erwischt? Boah, pass auf die Truppe auf! Bleibt alle zurück, das ist echt gefährlich! Haltet also Abstand! Menschen! Mal gucken. Ich hab gerade wieder so ein bisschen Angst, mit abzukacken. Aber mal gucken!
Ich versuche mal, gucken, wie viel Schaden ich so an Antromon anrichte. Okay, okay, angreifen. Schattenflügel. Das ist schon fast ein bisschen. Oh boy. Okay, mal gucken. Donnerunico, los geht's. Wir machen ihn richtig fertig. 359er Albtraum. Albtraum wird auch nie sein. Ja, ja, ja. Albtraum macht 4 Schaden. Ist sogar tatsächlich besser. Und vielleicht können wir ihn dadurch auch noch verwirren. Ah, es ist sehr gut. Ne, kleinen Kiwi-Vögel. Ist die epische Musik. Richtig übertrieben geil. Oh, der kleine Kiwi, der versteckt sich. Oh, der rennt weg. Der rennt weg, der Arsch. Der hat Angst. Habt ihr das gesehen? Dem schlottern die Knie. So. Ja, der kleine Kiwi-Vogel. Du greifst mich an. Ich greif zurück. Ins Gesicht. Yeah. Okay, Antromon. Komm ich mit Antromon an den kleinen Kiwi-Vogel ran vielleicht? Genau. Mal so. Und dann können wir den wenigstens auch schon mal wegmachen. Oh yes! Okay, einer weg, fehlen noch 3. Es bleibt spannend. Zu beenden. Okay. Oh Gott. Das ist ein Mega-Level, Digimon, ne? Ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren soll. So, ja. Pfff, ja. Gehen wir hier hin und machen wir den. Ja, eigentlich müssen wir gerade angreifen. Ich glaube, spätestens Triceramon würde ihn fertig machen. Kodosuru! Machen wir einfach mal hier die 300 Tacke, das muss reichen. Sehr gut. Der ist schon mal weg. Okay, jetzt haben wir noch Pietmon. Pietmon ist ja auch ziemlich angeschlagen. Das könnte ja auch für uns sprechen. Greif mal nicht mal einen coolen Cyborg an. Das ist ganz schön fies von dir. Ich kann gar nicht an dem vorbei. Wieso kann ich hier nicht langlaufen, lol? Okay. Das ist very strange. Okay, ins Gesicht. Ja, du kleiner Kiwi-Vogel. Und jetzt auch nochmal von der Seite. Ein bisschen anditschen. Okay, das ist soweit schon mal easy gewesen. So, alle Supporter sind weg. Jetzt ist noch Pietmon übrig. Okay. Schauen wir mal. Okay. Oh, das war jetzt im Defense-Mode. Das ist okay, I guess. Ich greife mal so frontal an. Ja, Genauigkeit 66% und kaum Damage. Das ist der Stoff, aus dem Albträume gemacht sind. Boy. Warte, kann ich vielleicht so einen Seitenangriff provozieren? Hallo, ich bin ein kleiner Dino und würde gerne einmal angreifen. Oh, das bringt nichts, lol. Ich muss Albtraum auf ihn machen. Oh Gott, ist das überhaupt Damage? Kann man das überhaupt als Damage bezeichnen? Ich glaube nicht. Aber vielleicht, ja, wir haben ihn verwirrt. Oh mein Gott, wie viel Glück kann man haben. Okay, los geht's, ne? Hallo. Komm, ich hab irgendwie an den Rand. Nee, na gut. Dann warte ich mal hier. Und du kommst mal mit. So. Ich meine, wir sind ja zu viert. Ich meine, wir machen eigentlich so gut wie keinen Schaden an ihm. Aber, es ist ja... Ach, ich weiß nicht. Wir gucken mal, was passiert. Er ist immerhin verwirrt. Er verteidigt sich nur? Pudi, was ist los bei dir? Okay. Oh yeah. Weg mit dir. Wir machen ihn fertig. Oder sowas nah zumindest. So, ja, mal von hinten versuchen. Und jetzt, 3 Hörnerangriff. Das ist ordentlicher Schaden. Ich meine, oh, Teamangriff sogar. Ich meine, er ist schon ein ganz schöner MVP, aber wir schaffen das schon. So, okay. Kann ich? Genozidangriff. Oder sowas nah zumindest. Okay. Zug beenden.
Oh. Danke, Bros. So, Andromon. Spiralschwert. Okay. Oh, das ist auch gut. Oh. Er macht einen Backangriff. Au! Wow, wow, wow! Chill mal! Oh mein Gott, ist das viel Schaden. Okay, wir kriegen das hin. Boah, bin ich froh, dass ich aus Langeweile mal irgendwelche wilden Digimon rekrutiert habe, sonst wäre ich jetzt richtig hart aufgeschmissen. Okay, okay, er greift an. Eine Trumpfkarte. Oh mein Gott! Wir können das schaffen, Triceramon. Mal ein bisschen kleiner. Oh, ich sehe nur noch den Sieg. Oh boy. Bewegen. Okay, dann nochmal so ein bisschen anstacheln. Ja. Oh, das reicht vielleicht sogar. Ja, genau. Assistiert mir. Los. Ah, ich höre einen Angriff. Super, super, mega gut. Attacke. Oh Gott, wir haben ihn. Oh mein Gott, zum Glück waren wir im Urlaub langweilig abends im Hotel und ich habe die gefangen und ein bisschen trainiert. Beste Entscheidung. Ich dachte, das wird total useless. Ich habe es einfach aus Langeweile gemacht, aber jetzt hat es mir echt den Po gerettet. Witzig. Okay, danke, Bros. Ach, ein Lösch in der Rune, farblose Kristall, knackige Prügelkarotte. Eine knackige Prügelkarotte. Toll. Das ist der Shit, den ich will. Knackige Prügel. Dachspiel. Wir haben gewonnen? Takuma! Ich hab's geschafft! Ich habe Piedmon besiegt. Ja, gut gemacht, Argumon. Piedmon hat unzählige Wunden. Wahrscheinlich kann er sich nicht mal mehr bewegen. Aber können wir ihn hier einfach so liegen lassen? Aber ich will ihn auch nicht töten. Takuma! Argumon! Schaut euch mal Piedmon an! Was? Ja, er ist wieder aufgestanden! Trotz seiner ganzen Verletzungen. Er sieht auch gerade wieder relativ heil aus. Wie hat er... Oh, wer hat er dazu noch die Kraft? Er ist wirklich verdammt willensstark. Wie könnt ihr es wagen? Mir gefällt nicht, wer uns anstarrt, Takuma. Was sollen wir noch machen? Was bleibt uns denn? Das könnte für uns zwei eine Nummer zu groß sein. Mach dir um mich keine Sorgen. Für dich könnte ich ewig weiterkämpfen, Takuma. Argumon, ich weiß, er meint es ernst, aber so geht es nicht weiter. Er hat so viel abbekommen. Und ich bringe es nicht übers Herz, ihm noch mehr zuzumuten. Das schaffen wir nicht allein. Sind wir ohne die anderen nicht gut genug? Gib doch nicht auf! Miyuki? Ich werde die Tür öffnen. Dann könnt ihr euch um Piedmon kümmern. Ernsthaft? Oh, verdammte Mark, was hast du jetzt vor? Das ist dieses Lied, dasselbe Lied, das ich im Musikraum gehört habe. Wow, du hast eine tolle Stimme, Miyuki. Es wird immer windiger. Da, guck mal, schau mal. Da ist eine Art Licht. Genau wie zuvor. Das ist dasselbe weiße Licht wie das im Musikraum, das ich Miyuki gerettet habe. Was ist das Licht? Ist das die Macht der Markt? Takuma, jetzt! Ah, verstehe. Wenn wir es schaffen, Piedmon dort hineinzustoßen. Ja! Was ist das? Weißt du das denn nicht? Wir schicken dich zurück in deine Welt. Hört auf! Nein! Wir haben es geschafft. Takuma! Ist alles in Ordnung? Ja, alles bestens. Gut. Damit wir unser drängendstes Problem gelöst, aber... Ich glaube, das ergibt keinen Sinn. Diese Lichttür ist immer noch da. Ich weiß, was es bedeutet, aber ich bringe irgendwie kein Wort heraus. Takuma, ich habe mich entschieden. Natürlich, hat sie ja schon vor längerer Zeit. Entschieden? Wozu entschieden? Weißt du noch, was ich gesagt habe, nachdem der Schrein eingestürzt war? Du meinst über dem eingestürzten inneren Schrein? Ja,
Das Schreien ist für den Meister ziemlich wichtig. Ein Teil seiner Kraft wurde dadurch bisher in Schach gehalten. Aber wenn er zerstört ist, wird bald die gesamte Insel von Nebel bedeckt sein. Die gesamte Insel? Aber das würde bedeuten... All unsere Feinde werden von dem Vorspann Nebel verschlungen. Uns läuft die Zeit davon. In dieser und in der anderen Welt. Wenn wir nichts unternehmen, werden sich die Ereignisse auf dieser Welt auswirken. Also, was soll ich tun? Du musst mir helfen. Ich will diese Welt beschützen. Ich will alle retten. Diese Welt muss beschützt werden. Und unsere Freunde auch, genau wie ich. Immerhin gehe ich davon aus, dass der Meister mich zurückholen will. Miyuki, ich... Takuma? Was soll ich tun? Nein, was will ich tun? Einerseits will ich die Welt retten und wie Miyuki vorschlägt. Aber ich weiß, wie schwer das werden wird. Aber wenn ich nichts tue, lasse ich all meine Freunde im Stich. Sie haben so viel für mich getan, ich kann sie nicht einfach aufgeben. Aber bin ich bereit, etwas anzugehen, das das Ende der Welt bedeuten könnte? Außerdem wollte ich nie in diese andere Welt. Ich wurde da einfach hingebracht. Und jetzt, wo ich Teil dieser Todesfalle, wo ich dieser Todesfalle endlich entkommen bin, soll ich zurück? Das könnte mich das Leben kosten. Ich weiß nicht, ob ich dazu bereit bin. Takuma. Stimmt. Wenn ich jetzt aufgebe, gebe ich auch Agumon auf. Und das will ich ganz sicher nicht. Er bedeutet mir so viel. Der Weg teilt sich hier. Spiel speichern. Wir speichern mal. Ich denke mal, dass wir uns jetzt quasi entscheiden können. Retten wir die Welt, beziehungsweise versuchen wir es, oder bleiben wir hier? Meinen Freunden treu bleiben, nie mehr zurückgehen oder die Welt retten. Naja, das ist ja, glaube ich, eher irrelevant, ob wir das und das nehmen. Niemals zurückgehen ist natürlich langweilig, weil dann das Spiel wahrscheinlich endet. Wahrscheinlich, falls man, wenn man das Ending sehen möchte. Ich glaube, ich gucke es mir auf YouTube einfach mal an. Einfach Bad Ending, Digimon Survive. Und ich versuche jetzt, die Welt zu retten. Ich will dabei helfen, die Welt zu retten. Ganz ehrlich? Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich will mich das gar nicht fragen. Aber nach all dem kann ich nicht so tun, als ginge mich das nichts an. Ich meine, wenn er nichts tut, wird's auch schlecht aus. Also, er kann nichts tun und auf jeden Fall verenden, oder er versucht was und... wisst ihr, was ich meine? Also, ich kann jetzt nicht einfach aufhören. Ich wusste es, Takuma. Heißt das, du wirst mit uns gegen den Meister kämpfen? Aber hallo. Also auf zurück und dann kämpfen wir an der Seite unserer Freunde. Solange wir zusammenhalten, haben wir nichts zu befürchten. Ich werde dir helfen, Miyuki. Freut mich zu hören. Danke, Takuma. Gemeinsam werden wir einen Weg finden, beide Welten zu beschützen, ganz sicher. Oh boy. Also, wie geht's jetzt weiter? Ganz einfach, wir springen ins weiße Licht und so zurück in die andere Welt. Stimmt's, Miyuki? Genau, wir sollten uns bei den Händen fassen, damit wir nicht getrennt werden. Was? Wer ruft mich da jetzt an? Was? Meine Mama? Komisch. Seit wir zurück sind, habe ich überhaupt nicht an mein Handy gedacht. Das ist aber nicht der beste Zeitpunkt für einen Anruf. Oh Mist, es klingelt immer noch. Entschuldigt, ich gehe kurz ran. Kein Grund zur Panik, Takuma. Hallo, Mama? Takuma? Ich bin's. Ich wollte nur wissen, wann du zurückkommst. Morgen oder übermorgen? Ich weiß noch, wie nervig ich sie fand, als ich mich auf die Abreise vorbereitet hatte. Jetzt wirkt es, als hätten wir ewig nicht mehr miteinander gesprochen. Keine Ahnung, wo der Plan liegt. Und ich habe mir Sorgen gemacht, dass du da was vergisst. Morgen. Ich komme morgen zurück. Versprochen. Aber wegen sowas musst du mich nicht anrufen. Du bist echt schlimm, Mama. Takuma, weinst du etwa? Ist was nicht in Ordnung? Nein, warum sollte ich denn weinen? Takuma, wie kannst du es sagen? Du darfst ruhig weinen, wenn du dich einsam fühlst. Manchmal denke ich wirklich, du wirst niemals erwachsen. Pass auf, morgen Abend gibt es Curry. Ich weiß doch, wie sehr du das magst. Curry? Genau. Also, Kopf hoch. Nur noch ein Tag, also leg dich richtig ins Zeug.
Das werde ich. Ich komme morgen wieder, auf jeden Fall. Das verspreche ich. Komisch. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass mich meine Mutter antreibt. Sie ist wirklich was Besonderes. Meine Freunde sind wichtig, aber ich muss sie und alle hier auf der Welt beschützen. Und genau das werde ich auch. Agumon und ich werden das. Gemeinsam. Entschuldige, Miyuki. Ich muss etwas zurücknehmen, was ich gesagt habe. Was? Ich habe gesagt, dass ich dir helfen werde, aber das stimmt nicht ganz. Weil ich auch dabei bin. Wir werden die Welt gemeinsam retten. Auf geht's. Ja, und vergiss nicht mich. Wir stehen da alle, wir stehen das alles gemeinsam durch. Takuma, Agumon, ich weiß nicht, wie ich euch danken soll. Okay, dann los. Zurück in die andere Welt, wo unsere Freunde auf uns warten. Yay! Wir nahmen uns an den Händen und sprangen durch die Tür aus Licht. Die Welt zu retten wird nicht leicht. Bei dem Gedanken bekomme ich weiche Knie. Aber Agumon nahm meine Hand und zog mich mit. Und so machte ich den ersten Schritt. Sie ist zurück. Ich kann es spüren. Die Magd ist wieder in dieser Welt und dieses Mal wird sie mein Gefäß werden. Okay. That's kind of weird. Disturbing? Disorder? Okay, Teil 9. Oh shit. Oh, oh, das hat mich schon erschrocken. Weil mein Handy im gleichen Moment aufgeblinkt hat. Puh. Das reinste Kaffee. Kein einziger Supermarkt. Weit und breit. Ich kann nicht glauben, dass wir an solch einem Ort leben müssen. Die Stadt war doch viel zu hektisch, oder? Hier bist du besser aufgehoben, Mio. Hier wirst du nicht von irgendwelchen Freaks belästigt. Hier ist es viel sicherer. Aber ich habe immer noch einen Stalker. Was? Was soll das heißen? Ist etwa noch jemand von dir besessen? Ja, du, Kaito. wie bitte? Du bist genauso scharfzüngig wie immer, Mio. Keine Sorge. Was auch immer geschieht, ich werde dich beschützen, Schwesterchen. Oh boy. Ah, kapiert es einfach nicht. Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich habe ihm nicht mal etwas vorgemacht. Der Stalker ist das Schlimmste. Sogar nach seiner Verhaftung betrachtet er uns als Paar. Oh Gott. Ein Paar? Was für ein Quatsch. Und trotzdem haben ihm meine Eltern geglaubt. Was? Alle gucken mich an, als hätte ich was falsch gemacht. Und selbst Kaito klammert. Meine Eltern, mein Bruder, keiner aus meiner Familie hat mir geglaubt. Das ist keine Landparty. Das ist ein Exil. Ich hasse es. Ich hasse alle. Ich ertrage das nicht mehr. Okay, sie wurde quasi von irgendeinem ekligen Typen verfolgt und alle dachten, sie wäre damit dran schuld, aber sie wurde einfach nur belästigt. Ich wünschte, jemand würde mich befreien. Diese Wanderung so klein, ne? Oh Gott, ist das widerlich. Takuma! Wach auf, Takuma! Hey, Takuma, wach auf! Und da ist wieder die große gelbe Nase. Hi. Agumon, das ist meine Welt. Wir sind zurück. Verstehe, dann haben wir es also geschafft. Und was ist mit Miyuki? Miyuki? Die habe ich nicht gesehen. Ich meine, schau dich doch mal um. In dem Nebel sehen wir gar nichts. Vorher war es doch noch nicht so dicht. Wir müssen hier raus, Takuma. Der wird immer dichter. Ja, du hast recht. Da raschelt irgendwas im Gras. Ist da was? Dieses Geräusch. Ja, entschuldige, Agumon. Wir sind zwar gerade erst wieder da, aber keine Sorge. Ich kämpfe gegen alles, was sich uns in den Weg stellt. Wir dürfen nicht unvorsichtig werden. Eine falsche Bewegung kann in dieser Welt unser Ende sein. Es kommt immer näher. Da ist es. Ja. Oh mein Gott, das ist ein wildes Minoromon.
Hey, ist da jemand? Takuma, diese Stimme. Clint, das wäre da jemand. Das muss Einbildung sein. Minoru! Takuma? Du lebst? Ich dachte schon, wir würden dich nie wiedersehen. Hey, du erdrückst mich ja fast. Stell dich nicht so an. So sieht eben ein emotionales Wiedersehen aus, Mann. Oh, Minoru, mein Bro. Wir sind richtig hart Bros. Was ist los, Minoru? Hast du gerade Takumas Namen gerufen? Oh, du bist Agumon. Agumon? Und du auch, Takuma? Ihr habt also doch überlebt. Das ist alles. Du hast keine Ahnung. Ich war mir sicher, das. Schon gut, alles gut. Ich hab's verstanden. Wo sind denn die anderen? Keine Sorge, wir sind alle in Sicherheit. Ai und Kaito, Miu und Saki, der Professor. Und Labramon und Drakemon natürlich auch. Was ist mit Miyuki? Hast du sie nicht getroffen? Nein. Ich habe sie nicht gesehen. Verstehe, das erkläre ich später. Erst einmal sollten wir zu den anderen. Die werden total ausflippen, wenn sie dich so gesund und munter sehen. Okay, gehen wir. Geil. Großes Wiedersehen. Sie sind zurück. Oh, da sind sie alle wieder. Und wie sie gucken. Oh mein Gott. Takuma, bist du wirklich du, Takuma? Oh mein Gott, es ist Takuma. Okay, Leute. Ja, es ist genug Takuma für alle da. Okay, gut. Dann denke ich mal, dass wir in der nächsten Folge das große Wiedersehen feiern werden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und sage ciao und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Yume, let's play Digimon Survive. Bye.